Welcome to the German speaking part of Europe. Du findest dich nicht zurecht auf diesen verschiedenen YouTube-Channels, auf SMS 2 SMS, auf Social Media und dies und dies und Wiki-Dienstag und Hallihallo. Erstens, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist einfach meine Arbeitsumgebung. Ich mache das nicht für dich. Währenddem ich arbeite, bin ich nicht an Wirkung interessiert. Und wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann bin ich fertig mit der Arbeit. Willst du einen Zugang haben zu meinem Workflow, wie ich das mache? Ich zeige es dir in den nächsten Minuten, wenn du hier dran bleibst. Und sonst, im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns, geht hin in Unruhe. Ja, also gut. Wenn dich interessiert, wie ich versuche, meinen Workflow zu gestalten, dann eben diese zwei, der Eingang und der Schluss, der kommt ja, den mache ich schon seit vielen, vielen Jahren so. Der kommt aus dieser Zeit mit Rebell TV. Und ja, komm, wir gehen da mal schnell rein. Das war so 2008, 19. Die Form der Unruhe wird für die Computerzeit, was die NZZ für die Maschinenzeit war. Ja, ja, also gut. Eben, also das kommt aus diesem Rebell-TV her. Wir haben 2006 gewandelt, sind von Intervention hergekommen. Intervention.ch, du siehst die URLs hier unten. Dann ist diese Wandlung gekommen in Rebell-TV. Dann haben wir wieder gewandelt 2010, also 2011 dann eigentlich. Haben das alles abgebrochen, sind dann hier in diesem Diss gewesen, haben für das Kloster diesen Diss gearbeitet, im Gymnasiumkloster diesen Diss in der Schulleitung und sind dann zurück nach Zürich. Und ich bin jetzt wieder hier in diesem Diss in einem Haus, was dem Kloster gehört, aber ich arbeite nicht für das Kloster. Ja, vielleicht dazu später mehr. Also gut, aber für mich ein ganz anderer Einstieg hier noch, also du hast hier seitlich, das ist dieses Dies and This. Das ist der Blogname, seit ich hier in diesem Dies bin, 2011, ist das diese URL. Und das ist sicher ein für mich wichtiger Ort, weil es mein Blog ist, wo ich meine Sachen sammle, wo ich im Moment an diesem Data Literacy arbeite, für den Karl Auer Verlag bin ich da dran. Sollte ich ein bisschen fleißiger sein. Vernissage dann beim Paul Watzlawick Festival. So, und aktuell den Text für die NZZ, ja, eben, also das Blog ist für mich sehr wichtig. Aber ich wollte dir eigentlich diesen Dings zeigen. Da kommt ja vielleicht dann die Kamera wieder. Oder auch nicht. Oh mein Gott, ja, das ist ja gut. Also ist die Kamera weg. Weißt du, Video ist für mich sowieso nicht wichtig. Also wenn du jetzt hier reingehst. Ja, die Kamera irritiert mich jetzt doch. Okay, ja, schau, da ist sie ja wieder. Also wenn du jetzt in diesen ersten Blog-Eintrag gehst, dann kommen wir hier eigentlich gleich mit diesem, das ist die Zusammenfassung, die wir da gemacht haben. Das war damit sind wir aus Rebell-TV 2010 ausgestiegen, mit diesen zwei Büchern. Und im zweiten Büchlein haben wir eigentlich diesen Workflow in einem kleinen Team durchgespielt, was wir danach und eben nicht das Geld gefunden haben, den Workflow in einem größeren Team durchzuspielen. Aber das war für uns so die Zusammenfassung, diese fünf Punkte hier. Aber mir geht es jetzt eigentlich darum, ich möchte dir den zeigen. Das ist der Workflow. So schaffe ich Wissen.
Es ist diese Spannung, die hat Abi Warburg vorgeschlagen, zwischen Sophrosyne und Orgiastik, zwischen kreativ sein und es wieder umsetzen in ein konkretes Werk. Diese Spannung von Sophrosyne und Orgiastik, wie er es genannt hat, seine Bibliothek kann man in Hamburg immer noch anschauen gehen, also wenigstens der Raum, sehr, sehr eindrücklich. Also so, daran haben wir uns angelehnt und das, was du siehst auf Social Media, ist immer irgendwo auf dieser Achterbahn wieder zu finden. Und deshalb ist es für mich nicht wichtig, dass ich einen richtig guten Eingang habe, wo dann ganz viele Leute kommen können und sofort verstehen, worum es hier geht und begeistert sind und Abo zahlen wollen und so. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Und jetzt kannst du natürlich fragen, ja, das glaube ich dir nicht, du kannst es einfach nicht. Paul Watzlawick ist für mich tatsächlich einfach sehr wichtig, diese axiomatische Formulierung, die er gemacht hat. In der Kommunikation bestimmt immer der andere, welcher bestimmt, was hier läuft. Ich kann das jetzt sagen, aber wenn ich nicht glaubwürdig bin oder... Ja, deshalb sind wir ja dann, wir Menschen, am Kommunizieren, weil wir uns nicht verstehen können, aber uns zu verständigen versuchen. Manche wollen das in manchen Situationen. Sich mit allen verständigen geht nicht, aber so. Aber was dann gesagt wird, was mitgeteilt wird, wenn ich dir was zeige und was du dann siehst, ja, das entscheidet immer der andere. Ich ist das, wozu andere du sagen. Paul Watzler, das Willenfluss. So, also gut. Und insofern würde ich jetzt also einfach sagen, ja, vielleicht kann ich ja da noch einmal durchgehen. Also das ist mein Blog. Hier eben entstehen jetzt halt zum Beispiel solche Texte wie das, was ich jetzt gerade am Machen bin für die NZZ. Da kann man dann zuschauen, wenn man will. Also so hat es einmal Philipp Meyer dann über unsere Arbeit damals gesagt, ich möchte den Medienmachern beim Denken zusehen können. Und das ist das, was ich bei der Wikipedia so als Versionsgeschichte ganz, ganz zentral finde. Dieses Mitbekommen, wie etwas wird, wie es wird, das erscheint mir eine große Qualität zu sein und auch Grundlage für den Aufbau von Vertrauen in eine Aussage. Aber gut. Ja, auch das wieder. Ja, ich mache es so. Ich versuche zu zeigen, wie ich am Arbeiten bin. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, das zeige ich dir. Ich würde natürlich einfach sagen, ja, es ist aber auch für mich eine Struktur, die ich mir gebe. So arbeite ich im Moment, bin ich am Sammeln, Ordnen und Gewichten für diesen Text, für die NZZ. Und dann geht das so weiter, so arbeite ich mich ab und Ende nächste Woche muss ich das Teil abgegeben haben und dann schauen wir weiter. So, also es ist dieses, so. Eigentlich, vielleicht genügt das schon, oder? Es geht nicht darum, ich versuche niemanden abzuholen. Auch, ich meine, selbst das, was ich jetzt wieder mache, natürlich tue ich jetzt so, als würde ich es dir erklären. Tatsächlich erkläre ich es mir auch selber und ich finde es jetzt spannend, weil ich dachte, ich hätte gewusst, was ich sagen will. Und dann merke ich, wenn ich spontan darüber rede, dass ich es wieder nicht habe. Ich bin nicht gut im Reden, ich denke sowieso nicht gut, ich muss schreiben. Und der ganze Workflow, den ich hier am Pflegen bin, habe ich sicher aus der Tradition von Wissenschaft heraus entwickelt. Aber es ist auch eine Tradition, die mir entspricht. Ich muss schreiben. Ich weiß erst, was ich denke, wenn ich es aufgeschrieben habe und über diese Schrift wieder zurückgekommen und dann merke ich vielleicht erst übermorgen oder vielleicht erst, wenn mir es jemand gesagt hat.
was ich nicht verstanden habe, warum ich es nicht so sagen will. Also dieses im Fluss sein. Und da, ja genau, das könnte ich vielleicht noch zeigen. Vielleicht sogar wieder einmal beten. Glaubensbekenntnis. Oder wenn ich Texte schreibe für die NZZ oder einen Vortrag mache oder mit Studierenden arbeite, ja, dann ist das etwas anderes. Aber währenddem ich am Entwickeln bin, läuft es halt eben so. Das habe ich 2007 geschrieben für einen Vortrag bei Tage der Utopie. Aha. Komm, das mache ich noch. Den lese ich noch einmal. Ich hatte den kürzlich wieder mal gelesen und dachte, der stimmt eigentlich für mich immer noch. 2007. Wow, einen Text, der 13 Jahre lang hält, zu dem ich weiterhin stehen kann. Ich habe nicht viele solche Texte. Ganz, ganz wenige. Aber ich glaube, der ist immer noch stimmig für mich. Und ich finde es ja lustig, dass ich damals wusste ich ja noch nichts von meiner späteren Arbeit für das Kloster. Und für mich war es sehr schmerzlich, dieses Rebell-TV an der Wand da abzukratzen und so und wegzugehen. Und später hat diese Zeit hier in diesem und dieser Abgleich in diesem barocken Umfeld ist für mich sehr, sehr wichtig geworden. Aber ich habe schon damals gebetet, ne? Also ein Glaubensbekenntnis. Mein Glaubensbekenntnis 2007. Ich glaube an das sowohl als auch. Ich glaube an die Quadrität der Komplementarität. Ich glaube an einen psychischen Schaum, in welchem mein Ich Teil davon ist. So fühle ich mich getragen von einer wogenden Sphäre, als eine blubbernde professorische Blase erahne ich mein Selbst. In mir sammelt und verliert sich Ewiges, ein stetes Platzen und neu sich verbinden kennzeichnet mein Sein. Ich glaube an das Konkrete und das Vage, an die Präzision und das Diffuse, an den singulären Standpunkt und den andauernden Prozess. Ich glaube an die stete Umformung von Information, an die unendliche Ausdehnung der Gegenwart. Nein, ich glaube nicht an das Glück. Nein, das Leben hat keinen Sinn. Indem ich bin und ich mich durch die verbindliche Gemeinschaft mit anderen, in anderen glücklich realisiere, verleihe ich meinem absurden Leben Sinn. Ja, ich finde es wirklich, also, ja, kann ich schon immer noch beten. So, und jetzt also dieser zweite Text für die NZZ, das freut mich sehr, dass das gelungen ist. Also den ersten Text habe ich ja mit der URL NZZ-Wikipedia gemacht und jetzt der zweite /NZZ-Wikidata. Und das scheint mir sehr, das wurde mir jetzt zum Vorwurf gemacht, dass ich, so, ja, ich bekomme ja viel Shitstorm, das gehört mit dazu, aber immer wieder da, ich habe gar kein Problem, wenn jemand zu mir Arschloch sagt. Ich finde einfach so, wie jetzt gerade Dirk Pohlmann wieder erzählt hat, wenn dann die Stimmung so grauslig wird, dass dann Leute verschlagen werden oder so etwas, also wo es körperlich wird, das ist natürlich nicht das. Aber das war eine Errungenschaft, dass wir die körperlichen Auseinandersetzungen ausgewechselt haben und über die Schrift und über den Buchdruck gelöst haben und heute über die Hyperlinks. Darum geht es, und dieses Agree to Disagree zu pflegen und dieses How to Disagree, wie miteinander streiten. Und ja, das, da habe ich sehr viel Spaß. Also da geht es ja manchmal auch sehr wild ab, gerade auf Twitter, da mit meinen alten 68er Opas. Aber ich glaube, das sind auch die Leute, die eben noch sehr gut verstehen, warum es so wichtig ist, miteinander zu streiten. Und manche Sachen, ja, die kriegt man nicht ruhig gebacken. Manchmal
muss man mit Energie reingehen, einfach weil die Grenzen und die Tabus und die so groß sind, dass sie jetzt nicht in Freundlichkeit sich bewegen lassen, sondern so, das machen ja vielleicht im Moment auch die Kinder auf der Straße so, ne, dass sie sagen, verdammt nochmal, das mit eurer Umwelt, das habt ihr jetzt schon so lange auf dem Tisch. Auch ich bin damals als junger Mensch durch die Straße gegangen und habe den Autos auf die Motorhaube gehauen, wenn sie bei Rotlicht nicht... Also diese Not an zerstören wir gerade die Lebensbedingungen, die für mich und meine Kinder und die Kinder von meiner Kind wichtig sind. Ja, das ist ein sehr existenzielles Thema, diese ökologische Krise. Dann würde ich weitergehen mit der ökonomischen Krise, diese Idee mit dem Geld und so. Hat es nicht immer gegeben, ist nicht Gott gegeben, kann man sich völlig anders vorstellen. Und dann natürlich diese kommunikativen Herausforderungen, das finde ich natürlich spannend, eben dass heute eine Tasse, eine Lichtquelle so miteinander redet, dass aber auch ich es verstehen kann. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Keine Ahnung. Ich dachte, ich mache ein Video und dann wird etwas klarer. Eben, ich finde einfach nur, ich poliere nicht diese Oberfläche. Das ist wirklich ganz das, was wir 2010 aufgeschrieben haben. Vergiss das Schaufenster, kümmere dich um den Lagerraum. Ich versuche mich eigentlich nur an meine Erkenntnisse zu halten, wie wir sie damals aufgeschrieben haben. Das sind nicht... Ich habe geschrieben, aber die Struktur und alles kommt von Tina Piazza. So, das waren damals die Erkenntnisse und daran arbeite ich weiter. Die nächste Publikation, ich hoffe, das gelingt, ist eben dieses Data Literacy, Elemente einer Kulturform der Digitalisierung. Und so arbeite ich in diesem Workflow von Orgiastik und Sophrosyne immer hin und her. Und sicher ein schöner Teil, den wir ja jetzt machen können, ist dieses Festival Ende Oktober über Zoom und auch, wenn man will und kann und darf und sich daran halten will, auch in Zürich. Aber dominant von Zoom her gedacht, da geben wir uns sehr viel Mühe oder ich fühle mich da sehr verpflichtet in dieser Planungsgruppe, wo wir da miteinander am Entwickeln sind, dass wir ganz stark von Zoom her denken, also dass wenn du nicht in Zürich sein kannst und willst, dass du doch gleichberechtigt, und die Journalisten sagen im Moment auf Augenhöhe, dass du dort mit teilnehmen kannst. Teilgeben kannst. So, da komme ich wieder auf 20 Minuten.